Wie lange operiert Ricardo schon? Wir haben gerade erst angefangen. Unsere war gegen die OP. Ich hab's trotzdem durchgesetzt. Mit Hilfe von Tanjas Patientenverfügung. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, bin ich schuld. Das ist Quatsch. Und das weißt du auch. Ich meine, ich kenne jetzt Tanja nicht so gut wie du, aber ich bin mir sicher, dass sie das Risiko der OP einem Leben im Koma vorziehen würde. Und außerdem, wenn Ricardo es schafft, dieses Blutgerinnsel aus ihrem Gehirn zu entfernen, dann besteht doch die reelle Chance, dass Tanja wieder gesund wird. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie die Entscheidung über ihr Leben ausgerechnet mir anvertraut hat. Tja, auf ihre eigene seltsame Weise liebt sie dich. Wieso war eigentlich Ansgar dermaßen gegen diese OP? Es wäre ein Risiko für ihn, wenn sie stirbt. Gefährlich. Tag, Dr. Hochstetter, Ansgar von Lahnstein hier. Sie haben sicherlich von dem gesundheitlichen Zustand meiner Frau erfahren. Ja, sie wird in diesem Moment operiert. Hören Sie, ich müsste einige Angelegenheiten für meine Frau regeln, da ich nicht ganz genau weiß, ob die Operation den gewünschten Erfolg haben wird. Dazu bräuchte ich allerdings den USB-Stick, den sie bei Ihnen hinterlegt hat. Es gibt also einen USB-Stick mit Informationen, die, sagen wir mal, Ansgar in gewisse Schwierigkeiten bringen würden. Tanja hat dafür gesorgt, dass im Falle ihres Todes genau diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Guck mal, Papa. Jetzt nicht. Sie wissen nichts von einem USB-Stick? Da sind Sie ganz sicher? Ja. Danke. Tanja, wo hast du den Stick versteckt? Ganz gesund. Ja, und die Mama wird auch wieder ganz gesund, hm? Du weißt, ich bin kein Fan von Tanja, aber ich wünschte jetzt wirklich, sie könnte dich sehen. Dann wird sie vielleicht endlich mal kapieren, wie viel sie dir bedeutet. Das weiß sie. Ja, hat sie immer gewusst. Tristan, was gibt's? Ist die OP schon gelaufen? Das kann noch Stunden dauern. Okay, weil ich weiß, dass du mich jetzt dafür hassen wirst. Aber ich brauche dich dringend bei ECL. Wie stellst du das vor? Ich kann nicht hier weg, ich bin mit Emma da, ich kann sie nicht allein lassen. Was gibt's denn? Ich würde dich nicht fragen, wenn ich es ohne dich hinkriegen würde. Sebastian, ich kann auch auf Emma aufpassen. Gib mir 20 Minuten, ja? Ich sollte mir überraschenderweise irgendetwas zustoßen. Dann würden alle Beweismittel direkt an Polizei und Presse gehen. Aber irgendein Hinweis muss es dir doch geben. Seltsam, wie Tanja schreibt. Und was Ansgar angeht, ich weiß, dass du ihn zur Strecke bringen wirst, aber vergiss nicht, gut, Dom will Weile haben. Ja, ja, diese Stelle, das ist so ein Rechtschreibfehler. Das war der Abend vor der Hochzeit, die ging wahrscheinlich da schon nicht besonders gut. Ja. Ja, ja, ich komme ja schon. Hallo? Was denn hier? Ich habe was gesucht. Ein USB-Stick. Hast du hier was weggenommen? Also, wenn das deine Art ist, mit der Anspannung wegen Tanjas OP umzugehen, dann, ach nein, es ist ja egal, was aus deiner Frau wird. Nein, es ist mir nicht egal. Ich brauche sie lebend. Das muss wahre Liebe sein. Wir haben in 20 Minuten eine Besprechung. Sebastian kommt auch. Du hast mit ihm gesprochen? Ist die OP schon durch? Sie läuft noch. Machst du dir etwa wirklich Sorgen? Gut, dann gehe ich mal mit Emma nach Hause. Und wir warten dann da auf dich, ja?
Und was immer auch Tanja gegen Ansgar in der Hand hat, ich würde es an deiner Stelle gegen ihn benutzen. Ich hab es nicht. Gut. Das waren die Verträge für die Pelze aus artgerechter Tierhaltung. Und das hier sind die für die illegalen China-Pelze. Jetzt brauchen wir nur noch Alexas Unterschrift. Irgendwelche Vorschläge? Ja, bitte nicht alle auf einmal. Na schön. Mich braucht ihr dann ja wohl nicht mehr. Ich dachte, wir könnten vielleicht deine Kontakte nutzen. Eine gute Fälschung würde auch reichen. Eine gute Fälschung? Hast du vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben? Mit deiner Fälschung kriegen wir eine Alexa Berg nicht dran und einen Vincent Berg erst recht nicht. Sieh an, sobald ich ein paar infantile Ideen auspacke, sind alle wieder wach. Also, sonst noch irgendwelche Vorschläge? Na komm schon, du hast die Kleine dazugekriegt, mit dir ins Bett zu gehen. Wird's doch kein Problem sein, dir eine kleine Unterschrift abzuluxen, oder? Hör zu, ich hab grad keinen Kopf für sowas, aber du machst das schon, Hauptsache die Unterschrift ist echt, ja? Ja, ganz genau. Apropos, ist seine Sorge um Tanja echt? Puh, ob die echt ist. Tanja hat irgendwas gegen ihn in der Hand und anscheinend hat sie dafür gesorgt, dass im Falle ihres Todes diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Lass mich raten, diese Informationen sind alle auf einem USB-Stick. Er hat sich eben hier im Büro angeschlossen und alles durchsucht. Ja, aber der Stick liegt doch bei ihrem Notar. Anscheinend wohl doch nicht. Geht es um das Geld, was Ansgar veruntreut hat? Für Ansgar geht's hier um alles. Dann sieh zu, dass du diesen Stick vor ihm findest. Wir beide zusammen. Ich fand die... Das ist Ansgars Geständnis, alles, was wir immer hören wollen. Wir können ihn stürzen, wir beide zusammen. Wenn ich diesen Stick aus der Hand gebe, dann habe ich nichts mehr. Du hättest mich. Aber das reicht dir ja nicht. Verdammt nochmal, Lani, wo hast du diesen beschissenen Stick versteckt? Rebecca, alles in Ordnung? Nicht wirklich. Ich bin mit Emma zurück nach Königsbrunn, aber wir haben Dingdong verloren. Emma weint die ganze Zeit. Ja, vielleicht haben wir ihn einfach nur im Krankenhaus vergessen. Ich wollte sowieso noch mal dahin. Ja. Steht dir einfach nicht. Ach, endlich. Und? Wo hast du Dingdong gefunden? Wir hatten ihn im Krankenhaus vergessen. Meine Schwester hat ihn schon an den Empfang gelegt. Und? Operiert Ricardo noch? Graf Lahnstein, bitte gestatten Sie mir die Frage. Gibt es Neuigkeiten aus dem Krankenhaus? Nein, noch nicht. Aber es gibt doch Grund zur Hoffnung, oder nicht? Wenn die OP immer noch andauert, dann verspricht der Eingriff doch Erfolg zu haben. Hoffnung habe ich erst, wenn das alles vorbei ist. Ihr Imbiss, Gräfin. Danke, Justus. Du willst bestimmt gleich wieder ins Krankenhaus, oder? Hm. Ich bring den mal Emma, ja. Danke. Wie gut, dass Dongding wieder zu Hause ist. Die kleine Emma war schon ganz außer sich. Das lassen Sie Emma mal besser nicht hören. Der kleine Kamerad heißt nämlich nicht Dongding, sondern Dingdong. Aber das weiß ich doch. Ich erlaube mir mit ihrer Tochter nur hin und wieder mal diesen kleinen Scherz. Sie wird dann immer sehr streng mit mir und sagt, Justus, nicht Dongding, Dingdong. Moment mal, gut, Dong will Weile haben? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Ja, natürlich, das ist es. Rebecca, ich brauche Dingdong. Dingdong. Und was anderes?
Ansgar angeht, ich weiß, dass du ihn zur Strecke bringen wirst, aber vergiss nicht, Gut Dong will Weile. Gut Dong? Bring Ding Dong mal Emma zurück, ja? So, hier. Ich sitze tatsächlich nur auf dem Geschäftsführerposten, weil ich die anderen Familienmitglieder gegeneinander ausgespielt habe, einen nach dem anderen. Nicht immer mit ganz legalen Mitteln. Und es ist auch wahr, dass ich Firmengelder auf geheime Konten transferiert und dort gewaschen habe. Rein juristisch. Diese schöne Aufnahme hat vor Gericht keinerlei Relevanz. Wenn das jemals rauskommt. Vor der Presse schon? Wenn du das veröffentlichst, kriegt Berg Wind davon. Wir sind kurz davor, ihn mit seiner dämlichen Tochter fertig zu machen. Willst du das alles riskieren, nur um mich dran zu kriegen? Ich würde so ziemlich alles riskieren, um dich dran zu kriegen, aber das hier mache ich gar nicht für mich. Ich erfülle nur Tanjas Wunsch. Schwachsinn, wenn das Tanjas Wunsch wäre, dann hätte sie dieses Ding schon längst veröffentlicht. Das hätte sie auch, wenn ich mitgezogen wäre. Aber ich habe leider nicht auf sie gehört. Keine Angst, passiert mir nicht nochmal. Du glaubst also im Ernst, es wäre Tanjas Wunsch, aufzuwachen und festzustellen, dass du LCL ruiniert hast? Ansgar, Ansgar, du nimmst dich mal wieder viel zu wichtig. Glaubst du ernsthaft, dein eigenes, kleines, bescheidenes Ende ist gleichbedeutend mit dem Ende von LCL? Ja, verdammt nochmal, genau das glaube ich. Wenn du das da veröffentlichst, habe ich jede Menge Zeit, mich mit Berg zu treffen, ihm zu erzählen, dass wir seiner Tochter gefälschte Pelze unterjubeln wollen. Wenn Berg das erfährt, platzt unser Deal mit ihm. Er krallt sich LCL, wir verlieren alles. Willst du das? Wenn ich den Inhalt dieses Sticks veröffentliche, bist du erledigt. Niemand wird mehr Geschäfte mit dir machen. Du verlierst alles. Das wagst du nicht. Warum sollte ich auch nur eine Sekunde zögern? Weil ich Berg alles erzählen werde. Und dann wird er seine 90 Millionen zurückfordern. Die kannst du ihm nicht geben. Er krallt sich LCL und Tanjas Firma ist endgültig Geschichte. Willst du dir das wirklich antun? Du musst mir jetzt den verdammten Stick, verdammt nochmal! Sebastian, das Krankenhaus! Was geht denn hier ab? Was haben Sie gesagt? Versucht, dich zu erreichen, die OP ist zu Ende. Ja, und? Sieht nicht gut aus. Ja, und wo ist der? Können Sie uns vielleicht mal sagen, was hier eigentlich los ist? Hat der Kollege noch nicht mit Ihnen gesprochen. Sehen Sie den irgendwo? Die OP an sich ist gut gelaufen. Wir konnten das Gerinnsel entfernen. Allerdings gab es Probleme mit dem Kreislauf. Ihr Herz ist einfach zu schwach. Und wir wissen nicht, ob sie stabil bleibt. Es tut mir leid, ich muss auch schon wieder weiter. Falls du dich jetzt fragst, ob das deine Schuld ist, ja, ist es. Bevor du noch mehr Schaden anrichtest, gib mir endlich diesen Stick. Ich denk nicht dran. Dann weißt du, was passiert. Wenn du mich hochgehen lässt, fliegt alles auf. Wir verlieren LCL und Tanja hat nichts mehr, wofür es sich lohnt, aufzuwachen. Verdammt nochmal, du weißt, wie viel ihr LCL bedeutet. Glaubst du, du tust dir einen Gefallen, wenn du ihr Lebenswerk ruinierst? Ich biete dir mein Schweigen für den Stick. Und Tanja behält LCL. Du wirst für das, was du getan hast, bezahlen. Und wenn wir LCL dadurch verlieren,
dann ist das eben so. Tanja? Tanja?